Ja, grüß euch bei mir in meiner Werkstatt beim Hubert Jansson in Eckstedt am Chiemsee. Schön, dass ihr wieder vorbeischaut bei mir zum Kanal für Bildhauerei und Schnitzen. Ja, meine Frau hat mir hier ihren Salatlöffel gebracht. Der schaut schon ein bisschen marode aus. Ich glaube, die letzten 15 Jahre war er fast täglich im Einsatz. Und jetzt, naja, sie wünscht sich auf alle Fälle einen neuen. Und das passt genau für mich ins Konzept, denn das stand schon lange bei mir auf der Agenda, dass ich einen Löffel schnitzen will mit euch. Ich zeige euch, wie es geht. Und ja, diesmal möchte ich einen aus Nussbaum schnitzen. Und ja, schaut euch das Video an, schnitzt nach. Das ist ein Stück, das könnt ihr jeden Tag gebrauchen und genießen, und ihr freut euch jeden Tag über diesen Löffel. Was auch schön ist, es ist auch eine Arbeit, die ideal ist, auch für einen Anfang, für einen Anfänger, der so ein bisschen mit der Handhabung noch Schwierigkeiten hat. Ideales Einsteigerobjekt, sage ich jetzt mal. Und aber auch für den Fortgeschrittenen. Also ich bin mir nicht so alt, um immer wieder einen Löffel zu schnitzen. Mir macht es richtig Spaß, immer wieder neue Formen zu entdecken, zu entwickeln. Also ich fordere euch auf, die schönsten Löffel der Welt zu schnitzen. Ich bin auf der Suche in meiner Werkstatt gewesen und habe dann hier dieses schöne Brett gefunden. Das ist Nussbaum und ideal, weil es auch 2 cm dick ist. Und aus dem schönen Brett, da machen wir jetzt einen schönen oder 2 Salatlöffel dazu. Ja, also am Anfang zeige ich immer so ein bisschen her, was wir da alles brauchen. Wir brauchen natürlich Bleistift und Zirkel und Lineal und so weiter, was man halt so zum Aufzeichnen braucht. Aber klar, Klüpfel und auch die Stichsäge sind wichtig. Aber mir geht es eigentlich hauptsächlich auch um die Messer, dass ihr wisst, welche Messer braucht man denn, um dieses Objekt zu machen. Mein Konzept habt ihr ja in den anderen Videos gesehen, ist ja, dass ich alle Messer, die ich für meine Projekte verwende, immer aus dem Jansson Bildhauer Profisatz rausnehme. Das heißt, wenn ihr jetzt diese Messer kauft, diese 4 Stück, dann bekommt ihr die Liste dazu und ihr könnt euch dann peu à peu an den Profisatz, den könnt ihr dann aufbauen. Aus dem Profisatz habe ich jetzt 4 Messer rausgenommen für den Löffel. Und zwar einmal Stich 6, 40 mm. Hier haben wir Stich 1, 25 mm. Dann haben wir hier Stich 3, 25 mm und Stich 10, 12 mm. Genau, das brauchen wir alles dazu. Okay, dann legen wir los. Ich habe mir einen Löffel vorgestellt mit 10 cm Durchmesser, 16 cm Länge. Und das stellen wir jetzt gleich mal ein. Hier am Zirkel machen wir 5 cm, ist eh klar. Genau. Dann stellen wir hier mal, den Punkt habe ich mir jetzt auch schon markiert, den ich haben möchte. Also 10 cm Durchmesser. Und wenn man da 2 hat, kann man sich gut vorstellen, dass die sehr schön in den Salat greifen. Und da das Brett 2 cm dick ist, machen wir den Stängel natürlich auch 2 cm breit. Zeichnen wir auch gleich auf. Machen wir hier einen Strich. 2 cm breit. So stelle ich mir das vor. Kann schon losgehen. Okay, ich nehme jetzt als erstes das Stich 6 40 mm. Also nur mal ganz kurz, ich sage immer, welches Messer das ich nehme, damit ihr wisst, was zu tun ist. Da brauchen wir noch eine Zwinge. So. Okay, auf los geht's los. Also ich arbeite am Anfang immer quer zum Holz. Das Holz läuft ja in der Richtung von der Maserung. Und ich arbeite eigentlich erstmal so gegen die Maserung quer. Da habe ich die meiste Kontrolle, dass nichts ausreißt. Thank you.
Und immer schön jetzt schon die Bewegung mitmachen von dem hohlen Löffel. Das heißt, unterm Arbeiten, unterm Reinhauen schon diese Bewegung machen, so dass man eigentlich im Tal unten auch wieder rauskommt. Wenn ich das Messer immer gerade halte, schlage ich eigentlich eine starke Kerbe rein ins Holz. Ihr seht, jetzt liegt der Löffel. Das heißt, ich ziehe wirklich das Schnitzmesser ganz flach raus. So, können wir es gleich mal von der anderen Seite probieren. Schaut es da aus. Ich gehe jetzt wirklich bis zur Linie her, die ich vorher aufgezeichnet habe. So, jetzt können wir auch schon mal längs arbeiten. Aber nur bis zur Mitte. Und jetzt gehe ich rundherum. Von außen zum Zentrum. Also das Nussbaum macht richtig Spaß, ist einfach ein schönes Holz. Und wenn der Löffel fertig ist, ich kann es mir schon vorstellen, dass der richtig toll ausschaut mit dem grünen Salat dazu oder rote Tomaten. Das ist so ein schöner Gegensatz, weil das Nussbaum ist ja ein bisschen dunkel. Und da ist einfach dieser Kontrast, der es dann einfach ausmacht. Also jetzt müssen wir schauen, dass wir wirklich im Tal auch wieder rauskommen. Aber jetzt können wir es doch eigentlich schon sauber schnitzen. Angelegt haben wir es noch. Ja, hier haben wir noch ein paar Ecken. Hier haben wir noch ein paar Ecken. Genau. Nussbaum ist ein richtig schönes Holz für so ein Besteck, aber ich würde euch raten, wenn ihr noch nicht so oft was mit Holz gemacht habt, probiert diesen Löffel erstmal in Linde aus oder in Zirbelkiefer. Könnt ihr auch bei uns im Shop finden. Dieses Holz ist auch schön, lässt sich gut bearbeiten und vor allem habt gleich mal viel mehr Spaß. Beim Nussbaum muss man schon ein bisschen Erfahrung haben, aber probiert es dann trotzdem aus. Okay, dann geht es jetzt schon ans Sauberschneiden. Ich mache das mit der Hand, braucht man ein bisschen Kraft. Da arbeite ich jetzt aus. Hauptsächlich hier außen in dem Bereich, da habe ich mehr Dynamik drin und Möglichkeiten. Jetzt drehe ich das Messer und arbeite mit dem anderen Außenbereich. Also wichtig ist, dass ihr mit einer Hand voll auflegt. Also bei mir ist es immer die rechte Hand, die liegt hier richtig stabil auf und hat das Messer ganz kurz in der Führung und so habt ihr die beste Kontrolle eigentlich beim Arbeiten. Und die linke Hand in meinem Fall, weil ich Linkshänder bin, die schiebt. Und so habt ihr mehr Kontrolle. Man kann sich vorstellen, wenn ihr jetzt hier so in der Luft, im luftleeren Raum arbeitet, geht auch, hat man auch Kraft und Schwung, aber da ist nicht diese Führung da. Also ich bin begeistert, lässt sich besser bearbeiten, als ich gedacht habe. Also ich habe mir gedacht, das wird jetzt richtig harte Nummer hier. Aber man darf auch mal Glück haben im Leben. Also hier im Außenbereich habt ihr einfach die meiste Kraft.
So, drehe mich mal. Ja, als Bildhauer muss man beidhändig sein. Ihr habt gerade gesehen, ich habe die Hand gewechselt. Das ist von Vorteil. Mit der Zeit ist das Standard, das macht, lernt jeder, weil du einfach ständig flexibel sein musst. Dann drehen wir kurz den Tisch, damit ihr besser zuschauen könnt. So, machen wir den Ding noch weg. Okay, Tisch ist gedreht, können wir gleich weitermachen. Was mir jetzt auch gerade noch einfällt, was ganz, ganz wichtig ist, bitte nehmt jetzt noch kein Schleifpapier. Wartet, also falls ihr den Löffel schleifen wollt, wartet bis ganz zum Schluss, bis ihr kein Schnitzmesser mehr hernimmt. Erst dann das Schleifpapier hernehmen. Warum? Schleifpapier heißt ja auch in der Umgangssprache Sandpapier. Sandpapier, darum, weil auch Sand verwendet wird im Schleifpapier und das löst sich beim Schleifen, geht in die Poren vom Holz und wenn ihr dann mit dem Schnitzmesser drüber schnitzt, dann geht die Schneide kaputt. Und deswegen, das ist eigentlich so ein Fehler, den die meisten Newcomers, die meisten Neulinge so machen. Sie nehmen sehr schnell das Schleifpapier her, dann wieder Schnitzmesser, dann wieder Schleifpapier und so habt ihr eigentlich keine Freude an dem Schnitzmesser mehr. An der Schneide. So, jetzt haben wir in der Mitte noch ein bisschen Unebenheiten, die mir noch nicht so gefallen. Aber es schaut schon ganz gut aus eigentlich. Aber die Hauptarbeitsrichtung ist quer zum Holz. Sobald ich anfangen würde, hier in der Richtung zu schnitzen, würde man sofort das Holz ausreißen, das spüre ich. Okay, lasst mal es dabei. Soweit, so gut.